Wie ich bereits angekündigt habe, habe ich mir auch die Insta360 Ace Pro bestellt. Solltest du Fragen haben jederzeit, dann schreib mir unterhalb des Videos einen Kommentar und ich kann das dann in den nächsten Videos dann beantworten. Super geil verpackt, muss ich schon sagen. Kann man das einfach aufschneiden. Ja, so geht's auch. Sehr gut verpackt. Was ist das? Ah ja, stimmt. Ich glaube, da war ein T-Shirt dabei. Interessant. Also die haben mir tatsächlich ein T-Shirt geschickt. In der Größe 3XL. Das wird mir im Leben nie passen. Aber zur Auswahl gab es einfach keine anderen T-Shirts. Was soll ich machen? Ist halt nun mal so. Kommen wir zum spannenden Teil. Das ist die Insta360 Ace Pro co-engineered with Leica. Highlight-Assistent 2,4 Zoll, Flipscreen, Waterproof, 33 10 Meter, Magnetic Mounting System, Gesture Control. In der Box soll sein die Ace Pro, eine Batterie, ein Standard-Mount, ein Flexibel-Mount zum Kleben, ein Type-C zu Typ-T-Kabel und ein Quick-Start-Guide. Wahrscheinlich braucht man auch mein Handy, wenn ich das Ganze aktivieren muss. So. Ah, das ist nicht schlecht, das gefällt mir. Schaut ja schon mal gut aus, Also auf den ersten Blick schaut sie zumindest nicht defekt aus. Irgendwie ist das total dunkel, oder? Machen wir das mal ein bisschen heller. So, okay. Nehmen wir mal alles raus. Was haben wir da drinnen? Noch mehr Zeug und da drunter ist eh nichts mehr. Was ist da noch drinnen? Was haben wir da? Das und das ist interessant, die ganzen Beschreibungen brauchen wir nicht. Haben wir noch nie gebraucht. So gehört das rein. So, das machen wir mal weg. Bevor wir uns die anschauen, werde ich mal den ganzen Rest auspacken. Da haben wir das Typ C zu Typ C Kabel. Gut. Dann haben wir da den, verdammt, der ist klein. Der ist ja klitzeklein. Okay, also nicht, oh, man muss das rein, oh shit, man muss das reindrücken. Sieht man das? Naja, sehr klein, verdammt klein. Was ist das? Ah ja, das ist dieses andere Teil, was man irgendwo hinkleben kann. Das ist ein Insta360 Flexible Mount zum irgendwo hinkleben. Ich glaube, an die Wand kann ich es nicht kleben, weil die Wand nicht eben genug ist. Aber mal schauen, was wir damit machen. Tun wir das mal zur Seite und schauen uns das Teil einmal an. Also ist gewaltig. Wie viel wiegt denn das Ding überhaupt? 180, 181 Gramm. Das ist nicht viel. Es fühlt sich massiv an. Wir haben das Leica-Objektiv, das ist fest, definitiv fest, 1/3 Zoll, f2.6, 16 mm äquivalent. Auf der einen Seite haben wir, oh, okay, der lässt sich nicht ganz aufklappen, muss ich den jetzt kaputt machen? Ah nein, geht eh, man braucht, oh, ah, man muss ihm nur, shit, habe ich schon kaputt gemacht. Schaut euch das an. Ganz raus und dann geht das. Okay, verstehe. Interessant. Und dann kann man noch weiter anziehen und dann ist das Ding herunten. Also entweder habe ich es jetzt kaputt gemacht oder ich weiß nicht, was damit ist. Okay, man muss es ein bisschen ziehen, sonst geht das nicht ganz auf. Und da kann ich USB-C, da habe ich einen USB-C-Anschluss und eins für die Speicherkarte auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wie geht denn das, drücken, ziehen. Also das ist nicht ganz so intuitiv. Drücken, schieben, ziehen. Ich meine, es soll ja schwer gehen. Muss ich das kippen? Ah, einfach nur fest.
Okay, dann haben wir hier den Akku. Ja. Irgendwas fehlt mir hier. Hat es noch nicht geheißen, da gibt es einen gelben Strich, damit man sieht, ob das jetzt wasserfest ist oder nicht, also wasserdicht ist oder nicht. Ich sehe da keinen gelben Strich. Da ist definitiv kein gelber Strich. Vielleicht habe ich es falsch gemacht. Schon wieder. Da ist ein gelber Strich. Ah, man muss es noch mehr ziehen. Also, da ist der gelbe Strich. Da ist ein gelber Strich und der muss verschwinden, wenn man das ganze Ding wasserfest haben will. Dann das Teil hier. Erst, die haben da ganz schön viel kleine Schrauben reingemacht. Ungewöhnlich. Dann haben wir da noch ein Display. Und da noch ein Display. Und jetzt ist das Ganze pickelfrei. Das Klappdiske geht anscheinend nur auf, wenn man da die beiden Dinger drückt. Und da haben wir noch eins. Ja, das brauchen wir auch nicht. Jetzt schaut es doch ganz clean aus. Super. Ja, wenn das Display nicht wäre, dann hätte sie eine ganz schlanke Form. Aber mit dem Display ist es ein richtiger Prügel. Wobei ich sagen muss, ich meine, ich selber habe keine GoPro. Aber ich glaube zu wissen, also von meiner letzten GoPro, dass die eigentlich von den Maßen her sehr ähnlich war. Was ist, wenn ich nur eines drücke? Kann ich auch nicht aufmachen. Ich muss beide drücken, damit ich es aufmachen kann. Okay, gut. Dann haben wir hier 90 Grad oder so zumachen. Ja, super. Na, schaut richtig cool aus. Schaut wirklich cool aus. Gehen wir mal eine Speicherkarte rein, oder? Wie ist es nochmal gegangen? Da, so. Ha. Dann tun wir die rein. Die muss... Wie muss die rein? So muss die rein. Hoffe ich doch. Also auch ohne Fingernägel passt, kann man die reingeben. Eigentlich wäre es gut, wenn ich die jetzt schon auf irgendein Stativ geben könnte. Auf dem Mount hier steht sogar drauf, diese Seite vorne. Und da ist ein Abbild drauf von der Form von dem Teil hier. Einrichten auf Deutsch. Weiter. Ah ja, wir brauchen das Handy. Mit der Insta360 App. Und dann gehen wir daher. Kamera verbinden. Verbinden. Download starten. Gibt sogar ein Firmware-Update. Geht relativ schnell. Stellen Sie, habe ich. Bestätigen. Verbinden. Verbunden. Firmware-Datei auf Gerät hochladen. Installieren der Firmware. So, dann noch einmal verbinden, bestätigen, aktivieren, aktiviert. Super, jetzt haben wir die aktiviert, jetzt kann man es nicht mehr zurückschicken. Gut, schauen wir uns einmal an. Modus wechseln nach rechts und nach links. Ah ja, bist du arg, ist das laut. Oh, okay. Schiebe den Rand des Bildschirms nach links um die Bilderparameter. Bildparameter, gut. Das kennen wir ja eh. Von unten nach oben, okay, ja. Und von oben nach unten Geräteeinstellungen, okay. Da gibt es zwei Seiten, schau. Und von links nach rechts keine Dateien. So, ich werde, was ist das? Zum Entsperren nach oben wischen, alles klar. Das ist die Lautstärke. Tonausgabe gering, ist ein bisschen laut. Was ist das? Status LED ist okay. Was ist, das brauchen wir nicht. Grid, ja, Grid an, brauchen wir, ja. Windunterdrückung, habe ich schon gehört, soll angeblich nicht so gut sein.
Richtungsfokus war wesentlich besser. Infos zur Kamera, Wi-Fi-Einstellung an. Ist mir eigentlich egal. Allgemein, wie gedrückt halten, um die Aufnahme abzubrechen. Ist okay. Vibration brauche ich nicht. Bluetooth aufwecken, externe Mikrofon verstärken, automatische Abschaltung 3 Minuten, Bildschirm aus nach 90 Sekunden, Frontbildschirm-Display an, zum Aktivieren berühren, wenn es ausgeschaltet ist. Ja, das ist ja schon mal gut. Okay, das ist die zweite Seite. In der ersten Seite AI braucht man nicht. Aus. Display-Helligkeit braucht man auch nicht auf 100%. 50 ist sicher ausreichend. Was ist das? Gestensteuerung an. Beispiele für Videogesten. Handfläche. Was? Okay. Beispiele für Fotogeste. Victory-Zeichen. Foto aufnehmen, wenn der Countdown beginnt, kannst du die Geste stoppen. Bitte beachte, dass dein gesamter Kopf auf dem Bild zu sehen sein muss. Na genau. Gut, Gestensteuerung haben wir auch. Was ist das? Sprachsteuerung braucht man nicht. Wir haben mehr Einstellungen, gibt es da gar nicht. Als nächstes brauche ich Stabilisierung. Wow, geeignet für Stabilisierung bei moderaten Aktivitäten wie beim Fahren auf der Straße. Beim Mountainbiken und Geringen bietet eine grundlegende Stabilisierung, geeignet für echtes Sportgefühl. 4K 50. Was heißt Loop? Ach so, dass er 3 Minuten aufnimmt und dann den Anfang wieder löscht. Ich will nicht Loop. Ach so, weil ich im Loop drin bin. Schaut euch das an. Wir wollen eine Fotoserie, ein Intervall, HDR, Foto, Video, Pure Video. Schön, dass man da hier, und das ist Free Frame, okay? Schön, dass die direkt nebeneinander sind, das ist nett. Ich will, wow, schau dir das an, 8K 24. Es gibt kein 6K, aha, 4K 50. Wow, okay, das ist cool. Oh, schau, 4K 25 ist HDR und 4K 50 ist kein HDR und 120 ist auch kein HDR. Na nett, 30 ist auch und da kann ich in 24 Bilder aufnehmen. Laufzeit unendlich, Seitenverhältnis 4 zu 3, 16 zu 9 und CinemaScope, schau dir das an, 2, 35 zu 1. Kann ich später auch machen, brauche ich nicht. Nochmal draufdrücken, was habe ich noch? 1080p, okay, 2,7K auch nur, 4K. Ah, ja, okay. So, da la. Ultra. Da haben wir Horizontsperre, D-Warp, Ultraweit, eignen sich für Szenen mit breitem Sichtfeld beim Bergsteigen, Wandern und anderen Outdoor. Okay, und D-Warp verfügt über ein weites Sichtfeld mit nur geringer Verzerrung, das sich für Szenarien wie Skifahren, Vloggen und so weiter eignet. Okay. D-Warp ist sicher die bessere Einstellung für mich. 4K 25 D-Warp. Was haben wir da? Auto, manuell, na, alles auf Auto, alles auf Auto. Mensch, alles auf Auto. Was ist Gesicht? Messmodus. Beeinflusst die Belichtung. Genau, ich kann Gesichtsprioritätsmodus machen oder Matrix. Das heißt, je nachdem, auf was ich einstelle, wird ein Gesicht gesucht und das automatisch nach dem belichtet. Oder Matrix, das betrifft den ganzen Bild. Das ganze Bild. Das ist schon sehr hell da, ne? Vielleicht ist das hier besser eigentlich. So. Gesichtspriorität an, reicht vollkommen. Dann haben wir, was ist das? Schwachlichtstab verbessert die Stabilisierung bei schlechten Lichtverhältnissen. Das kann man ausnehmen. White Balance Auto, Auto, EV Auto, Standard, moderate Farbwiedergabe für Alltagsszenen. Vivid State, oh, aha, kontrastarmes Bild, geeignet für Nutzer, die in der Postproduktion eine Feinabstimmung. Urban 2, Snow 1, Snow 2. Jetzt wäre es gut, das Ganze irgendwo an. Oh, blau, schau, ich habe was Blaues. Kann ich das jetzt irgendwie eigentlich abspeichern? Oh, mit einem Klick verschwindet das Ganze. Aber die Frage ist, wie kann ich das als Preset abspeichern? Kann man das nicht abspeichern? Ich habe doch gesehen, da Voreinstellung. Oh, kann ich da eigene machen? Schau dir das an. Plus. C1. Bup.
Kann ich das bearbeiten? Echt jetzt? Oh. Schau dir das an. Field of View, Aufnahmeparameter, Auto. Ja, das ist ja nett. Kann man da nochmal alles einstellen? Das ist ja nett. Das ist wirklich nett. Dann klicken wir halt einmal auf Speichern. C1. Was wäre Vlog? 30, 60, 120, 120, 120. Oh, aha. Na, 2 Sekunden zum Ausschalten. 1, 2. Okay. Einmal drücken zum Einschalten. Und dann starten wir mal. 5, 4, 3, 2, 1. In Bearbeitung. Oh je, kalibriert. Okay, gut. Braucht das weniger Strom, wenn ich Wi-Fi ausschalte? Also das Display ist auf jeden Fall sehr leichtgängig. Es ist super toll, wie gut das reagiert. Es reagiert auch nicht über. Auch nicht so wie bei der Osmo Action, sondern wenn ich da was bewege, ist super. Es fühlt sich echt gut an, das zu bedienen. Was ich mich aber jetzt frage, oh ja, da haben wir das Kreuz. Ach, K! Bist du arg? Wer will denn das? Habe ich das eingestellt? Wieso ist der jetzt in 8K? So, Voreinstellungen. View Video, okay. Und was ist da? Foto. 12 Megapixel. 48 Megapixel. Natürlich. 3 Sekunden. Ja, formatieren. Was? Pure Shot. Pure Shot plus RAW. JPEG. Mach mal, Pure Shot ist auch wurscht. Schau dir das an, das zeigt er ganz genau an, was 16:9 wäre und was vertikal wäre. Cool. Ah ja. Na, das ist schon leibend. Das ist leibend, das gefällt mir. Das kann ich noch machen. Timeshift, Timelapse, Loop aufnehmen, Zeitlupe, Starlapse, Fotoserie, Intervall, Video. Wenn ich ganz schnell mehr brauche, 50, boom. Das Ding hier zum Auf- und Zumachen ist natürlich ein bisschen ein Schaß. Man muss nämlich nicht unten reindrücken, damit es irgendwie aufgeht, sondern man muss oben hier reindrücken und hier reindrücken und dann geht das auf. Ich finde, es macht einen wirklich guten Eindruck. Definitiv. Mit dem Batteriefach habe ich ein bisschen gekämpft, muss ich schon zugeben. Ansonsten von der Bildqualität her wirkt es echt gut und dass man den Bildschirm auch zum Beispiel nur 90 Grad oder x-beliebig kippen kann, finde ich deswegen gut, weil ich dann zum Beispiel, wenn ich nach vorne filme oder nach unten filme, sagen wir, ich filme zum Beispiel ein Top-Down-Video, dann könnte ich die Kamera nach unten hin ausrichten und das Video hier und zum Beispiel so das Display so aufklappen und dann sehe ich zum Beispiel, was ich filme. Und das ist cool, das ist wirklich cool. Zum Vloggen ist es auch geil. Vor allem, man greift hier nicht auf einen Bildschirm drauf. Wie schaut es denn? Oh, ein Indikatorlicht. Okay. Interessant. Ja, ist ja geil. Okay. 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 Ja. Ja. Okay, das ist leiwand. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. So. Keine Ahnung, was der jetzt für ein Foto gemacht hat. Oh, er hat in den Fotomodus geswitcht und hat eine 12-Megapixel-Aufnahme gemacht. Habe ich den nicht eingestellt mit 48? Was ist das? Was ist das? Wozu macht... Warum ist der in den 12-Megapixel-Modus? Naja, besser als gar nichts, würde ich mal sagen. Geht das auch so? Was ist, wenn ich die Kamera so halte und das Display auf der Seite habe? Ich das auch? Yeah! Tatsächlich. Na, schau dir das an. Das ist ja richtig cool. Ja, super. Cool. Gefällt mir. Okay, was mich noch interessiert ist, was ist, wenn ich doppelt drauf drücke? Zack, zack. Wow, Clear Image Zoom. Super, einmal drauf und dann zack, zack. Schau dir das an. Die Ace Pro hat eine minimale Fokusdistanz von 40 cm. Das ist definitiv eine Neuigkeit, die du sicher sonst noch nirgends gehört hast. Ja, die fühlt sich echt gut an. Das ist ein geiles Teil. Definitiv. Der Mount hier ist ein bisschen nicht so gut, aber das spielt keine Rolle. Ich habe mir sowieso einen anderen bestellt. Dann werden wir die mal aufladen. In 22 Minuten zu 80% und in 46 Minuten zu 100% oder auf 100% aufladen. Ich werde mir das jetzt einfach dann anschauen die nächsten Tage. Ich mag diese rot
dunkelgrauen Akzent ist sowieso. Das gefällt mir an der Osmo Pocket 3 auch. Ja, und aktuell nutze ich meine Osmo Pocket 3 sogar, um mein Top-Down-Video zu machen. Aber vielleicht wird das dann in Zukunft die Ace Pro machen hier. Ah, das schaut schon geil aus. Das ist nicht Touch. Mhm. Schaut der cool aus. Okay, 40 cm. 40 cm. Was ist das für ein Knopf? Oh, das ist zum Foto machen währenddessen. Die Osmo Pocket hat jetzt auch fast eine Stunde aufgenommen. Ich sollte nicht so viel quasseln. Ich mag die Pocket 3. Die ist super. Ja, wenn du Fragen hast zu Insta360 Ace Pro, dann kannst du mir diese gerne unterhalb des Videos in den Kommentaren stellen. Ansonsten werde ich jetzt einmal selbst die Kamera die nächsten Tage testen und immer wieder Aufnahmen machen. Vielleicht werde ich auch einen Testspaziergang bei Nacht machen oder welche Einstellungen für mich am besten sind oder welche Erfahrungen ich mitmache. Ich will dich einfach daran teilhaben lassen. Ich finde es von der Bildqualität her super. Für mich ist es absolut kein No-Go, dass man das Ding da oben, also diese Linse, nicht austauschen kann. Ich habe wieder mal furchtbar viel gequatscht. Ich weiß. Ich hoffe, das Video hat dir trotzdem gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn du das Video likest. Und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, solltest du es noch nicht gemacht haben, um keins meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.